Hallo, ich bin Jelena und heiße euch herzlich willkommen zum Zukunftsevent 2023 der Initiative Pflegeberufe Oberhausen. Wir befinden uns heute im Ulanpark und haben 14 Stände aufgebaut, die sich mit dem Thema Pflege beschäftigen. Wir hoffen, dass wir hierdurch euer Interesse an einem Pflegeberuf wecken können. Viel Spaß! Dann auch von uns ein herzliches Hallo. Wir sind hier heute auf dem Zukunftsevent 2023 von der IPO. Wir vertreten hier die Amios-Einrichtung in Oberhausen, einen Gesundheitsversorger, der sich auch um die Pflege kümmert. Und wir sind heute hier, weil wir für den Pflegeberuf begeistern möchten. Das ist ein Beruf mit Zukunft, das ist ein Beruf, der Teamsport bedeutet, der viel Verantwortung mit sich bringt und ganz, ganz, ganz viel fürs Leben tut. Wir sind hier von der Avita Amatus Akademie aus Oberhausen. Wir sind im Moment am Standort Buschhausen und werden demnächst ein Stadtviertel ziehen. Bei uns werden Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ausgebildet. Und hier am Stand kann man Blut abnehmen, Zuckerwatte bekommen und Informationen über unsere Schule. Wichtig, muss ich sich trauen, reinzuspritzen. Das würde jetzt desinfizieren werden, natürlich mit der entsprechenden Einrichtung. Also wir sind einmal das EKO und wir stellen hier einmal vor, einmal Celine und ich bin Tatjana und wir machen zusammen die Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau und Pflegefachmann. Die sind auch genau. Dabei. Wir machen die vertiefte Pädiatrie, aber es gibt auch noch Erwachsenenpflege im EKO. Wir heute an diesem Stand machen einmal Wickel, einmal Vitalzeichen und einmal Inkubatorpflege bei den Frauen. Wir haben hier einen Inkubator, das ist zum Beispiel für Frühgeborene, wenn die ein bisschen zu früh auf die Welt kommen, dann können die ihre Körpertemperatur zum Beispiel nicht selber regulieren und deswegen packen wir die in so einen Inkubator. Da drinnen ist ganz schön warm, ganz schön mummelig. Man kann das Kind da drin dauerhaft überwachen, zum Beispiel den Puls, den Herzschlag oder die Sauerstoffsättigung. Ja, besser noch vorbereitet. Hallo, wir sind von der Johanniter-Akademie. Wir bilden Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner aus in der Kinderkrankenpflege, Altenpflege und in der Erwachsenenkrankenpflege. Ja, René Reinzahn, Hamburger Fernhochschule, Studienzentrum Essen. Hier kann man studieren und das zeigt sozusagen die vielen Möglichkeiten, die die Pflege bietet, nämlich auch neben vielen Weiter- und Fortqualifikationen auch ein Studium bis hin zum Master aufzubauen. Hi, ich bin Christoph. Ich bin Kimberly, wir kommen vom Helios Klinik in Oberhausen. Und wir sind heute auf dem Event, Zukunftsevent, auf der Initiative Pflegeberufe Oberhausen. Genau, wir sind heute hier, um mal zu zeigen, wie vielfältig der Pflegeberuf ist und um euch dazu begeistern, auch in diesen Beruf einzusteigen. Wir haben deswegen extra den Sportmonitor mitgebracht. Der zeigt, wie digital mittlerweile die Pflege ist. Und deswegen sollte man auch in den Pflegeberuf kommen. Die Pflege ist ein Beruf, der sich immer weiterentwickelt, immer digitaler wird und auch die Zukunft immer mitgestalten wird. Genau. Es bietet ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegsmöglichkeiten von schulischen Weiterbildungen bis hin zum Studium. Und deswegen sind wir der Meinung, dass das ein guter Planer für euch sein könnte. Guten Morgen. Ja, herzlich willkommen am ASB-Stand. Für alle Interessierten, die wissen wollen, was der ASB so bietet an Ausbildung, Arbeitsstellen und was der ASB sonst so alles treibt und macht. Habt dann natürlich auch die Möglichkeiten in verschiedenen Bereichen
beim ASB reinzuschnuppern, ob es zum Beispiel im Hausnotrufbereich ist oder wenn er zum Beispiel sagt, wir möchten mich dann auch noch im Bereich Katastrophenschutz bei Großveranstaltungen mit engagieren, habt ihr die Möglichkeit, so Sanitätsdienste zu machen. Und zwar der ist gerade die sogenannte Sauerstoffsättigung. Ja, meine ich. Und einmal die sogenannte Pulspräsenz. Das Ganze 30 Mal und danach die zweifache Behandlung. Ja, ich bin der Thomas vom Bildungsinstitut Pflege, der Arbeiterwohlfahrt hier in Oberhausen und wir sind Mitglied des Arbeitskreises Initiative Pflegerufe Oberhausen. Ja, ich möchte euch zeigen, wie attraktiv der Pflegeberuf ist und dass die Pflege als zukunftssicherer, zukunftsorientierter Pflegeberuf ist. Ja, hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich verschiedene Berufe virtuell anzuschauen, einzutauchen in den ersten Ausbildungstag und zu gucken, welche Berufe vielleicht für sie später mal interessant sein können. Aus Abendfrieden, ein Pflegeheim hier in Oberhausen und ich arbeite dort in der sozialen Betreuung. Genau, ich bin heute hier bei der IPO, weil auch ich gerne dafür sprechen möchte, dass die Pflege ein guter Beruf ist. Es ist ein abwechslungsreicher Job, der wirklich viele Möglichkeiten hat. Angefangen bei Mensch ärgere dich nicht, aufgehört, beim Mittagessen, bei der Beschäftigung, natürlich auch bei der Versorgung der Bewohner. Und es ist wirklich ein sehr attraktiver Job. Er ist sehr abwechslungsreich mit den verschiedensten Angeboten. Es ist ein sicherer Job, der oft auch tariflich bezahlt wird, wo man wirklich gut abgesichert ist. Es ist ein Job mit Zukunft. Hallo, ich bin die Stefanie von der ASO. Wir sind hier auf der Informationsveranstaltung für Jugendliche zu dem Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger. Warum sollten sich dafür die Jugendlichen entscheiden? Der Beruf ist sehr interessant, vielseitig. Man hat mit Menschen zu tun. Man kann viel Wissen erlangen über Medizin, aber auch über pflegerische Seiten. Wir sind heute hier im Olandpark gemeinsam mit der IPO, der Initiative Pflegeberufe für Oberhausen, stellen hier als Provon das Thema Demenz vor, machen eine Übung zu dem Thema, um sich in die Lage von an Demenz erkrankten Menschen hineinversetzen zu können, haben auch ein bisschen Infomaterial da, zweisprachig tatsächlich, Spiele, die wir rausgebracht haben als Provon und natürlich generell so ein paar Infos über das Thema.